Stuttgart 21 ist ein Jahrhundertprojekt, da sind sich Gegner und Befürworter einig. Entweder weil es die größte Fehlentscheidung mindestens der letzten 100 Jahre Eisenbahngeschichte ist, oder weil es die Bahninfrastruktur Stuttgarts für das 21. Jahrhundert bereit macht. Für diejenigen, die die letzten Jahre ungestört etwa in einem Haufen Gleisschotter verbracht haben, die Idee von Stuttgart 21 ist es, den Stuttgarter Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof mit 16 Gleisen, durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof mit 8 Gleisen zu ersetzen. Es entstehen Zulaufgleise von Feuerbach, Bad Cannstatt und auf der anderen Seite nach Untertürkheim und zum Flughafen, fast alles unterirdisch. Vom Flughafen aus geht es weiter bis nach Wendlingen, von wo aus die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm beginnt, die nicht zu Stuttgart 21, sondern zum übergeordneten Bahnprojekt Stuttgart-Ulm gehört. In den aktuell geschätzten 8 Milliarden Euro für Stuttgart 21 ist sie also nicht enthalten, genauso wenig wie der Stuttgarter Bahnhof selbst. Also das Bahnhofsgebäude, der Bonatzbau, in den die Bahn zusätzlich 200 Millionen Euro steckt. Wenn man von Anfang an von diesen Kosten ausgegangen wäre, wäre Stuttgart 21 wahrscheinlich nie gebaut worden. Genauso wie wohl so ziemlich jedes andere Bauprojekt der letzten Jahrzehnte. Der Tunnel der S-Bahn wird nach Norden verlängert und eine neue, von allen Linien angefahrene S-Bahn-Station wird eingerichtet. Die Gleise des Kopfbahnhofs und des Abstellbahnhofs sollen dann abgebaut werden. Ein neues Stadtviertel wird hier entstehen, worin der ein oder andere den wirklichen Beweggrund für Stuttgart 21 erkennt. S21 wäre ein Immobilienprojekt. Anderswo werden öffentliche Verkehrsmittel durch Immobilienentwicklung über den Stationen und neben den Gleisen gewinnbringend finanziert. Hier hat immerhin die Stadt Stuttgart das Gelände von der Bahn gekauft, sodass es zumindest vorerst der Spekulation entzogen ist. Man kann also tatsächlich zu hoffen wagen, dass in diesem sogenannten Rosensteinquartier nicht nur leere Hotels und teure Wohnungen entstehen werden, sondern alle in der Stadt davon ein wenig profitieren können. Schauen wir uns an, was sich für den Reisenden im Regionalverkehr verändert. Wir sehen hier eine willkürliche Auswahl von Orten im Umland Stuttgarts in ihrer geografischen Entfernung zueinander aufgezeichnet. Verschieben wir die Orte nun zunächst so, wie sie einem Reisenden im Jahr 2020 vorkommen müssen. Es lässt sich nun anhand der Linien die relative Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen den Orten ablesen. Man sieht, dass vor allem die Destinationen südlich von Stuttgart bisher vergleichsweise schlecht angebunden sind. Dies ändert sich mit S21. Die schnellsten Züge von Böblingen und Nürtingen fahren über den Flughafen. Dagegen liegt aus Sicht eines Plochingers Bad Cannstatt nun hinter Stuttgart. Hier gezeigt sind die durch S21 ermöglichten Reisezeitverkürzungen. Die Reisezeit nach Ulm zum Beispiel verkürzt sich von 54 auf 30 Minuten, allerdings hauptsächlich durch die Neubaustrecke. S21 hat an der Beschleunigung nur einen kleinen Anteil. Weichen wir auch sonst mal ein wenig davon ab, wie dieses Balkendiagramm üblicherweise gerne dargestellt wird, und zeigen auch Relationen, bei denen sich die Reisezeit verlängert. Vielleicht sollten wir auch berücksichtigen, für wie viele Fahrgäste die Veränderung überhaupt relevant ist, und skalieren die Darstellung nach der gemeinsamen Fahrzeitveränderung aller Fahrgäste auf dieser Relation. Wir sehen hier, wie die S21-Tunnel die, ich zitiere, gefährlichsten Tunnelneubauten weltweit sind. Aufgezeigt wird dies anhand eines Risikofaktors im Brandfall, der sich aus verschiedenen Sicherheitsparametern errechnet. Bei S21 verlaufen die Richtungsgleise überwiegend in separaten Tunnelröhren. Man könnte natürlich auch zweigleisige Tunnel mit in den Vergleich aufnehmen, die für sich genommen schon wesentlich unsicherer sind. Zum Beispiel den Schulwaldtunnel auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, der noch keine 20 Jahre alt ist. Oder das Projekt Grand Paris Express, das werden 150 Kilometer Tunnel rund um Paris. Oder weitere Nahverkehrstunnel, zum Beispiel Crossrail, ein Eisenbahntunnel, der unter London gebaut wird. Man könnte auch mal den Risikofaktor eines älteren Tunnels berechnen, zum Beispiel des alten Gotthardtunnels aus dem 19. Jahrhundert.
Aber so ein Tunnel sollte man wohl wirklich nicht mehr als Maßstab nehmen. Jedenfalls kann man nicht wirklich sagen, dass in Stuttgart die gefährlichsten Tunnel weltweit gebaut werden. Genauso wenig wie man sagen kann, dass hier besonders sichere Tunnel gebaut würden. Aber warum baut man sie denn nicht sicherer? Neben der Kohle ist das Mineral Anhydrit schuld. Die Tunnel von S21 durchqueren einige Anhydritzonen. Dieses Mineral quillt bei Kontakt mit Wasser auf, was Tunnel und darüber liegende Gebäude stark beschädigen kann. Daher sind beim Bau besondere Maßnahmen erforderlich, unter anderem die Verringerung des Tunnelquerschnitts und der Querschläge, um die Tunnel robuster zu machen. Bei S21 entstehen die längsten bis dato durch Anhydrit gebauten Tunnelabschnitte. Bei vielen Tunneln, die in der Region durch Anhydrit gebaut wurden, gab es immer wieder Probleme und die entstandenen Schäden mussten zum Teil aufwendig saniert werden. Zum Beispiel der Engelberg-Basistunnel der A81 und der Wagenburg-Tunnel direkt in Stuttgart. Beim Freudenstein-Tunnel auf der Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart und beim Hasenberg-Tunnel der S-Bahn Stuttgart gab es dagegen bisher keine Probleme. Anscheinend sind die Tunnelgötter Eisenbahntunneln verständlicherweise eher zugeneigt als Straßentunneln. Dem neuen Durchgangsbahnhof wird ebenso vorgeworfen, zu stark geneigt zu sein. 1,5% wird die Längsneigung der Gleise und Bahnsteige betragen, was zur Gefahr werden kann, wenn der Lokführer vergisst, die Bremse anzuziehen und der Zug sich unerwartet in Bewegung setzt. Ebenso Gepäckstücke, Kinderwägen und Rollstühle, die bei Unachtsamkeit ins Gleis rollen. Zu letzterem darf man feststellen, dass die Bahnsteige des Kopfbahnhofs heute an vielen Stellen eine Querneigung, also direkt zum Gleis hin, von 2% oder mehr aufweisen. Währenddessen hat auch die S-Bahn-Station Feuersee unter Stuttgart eine Längsneigung von mehr als 1,5%. Die entscheidende Frage ist also, ob es einen gravierenden Unterschied macht, wenn man von Baureihe 403 statt 430 überrollt wird. Wenn man den zukünftigen Hauptbahnhof Stuttgart, der etwa 250.000 Reisende täglich über 16 Zugänge zu den Gleisen abwickeln soll, als lebensgefährlich und unterdimensioniert bezeichnet, wie bezeichnet man dann die S-Bahn-Station eine Ebene tiefer, die 150.000 Reisende täglich über dann 4 Zugänge zu den Gleisen abwickelt? Fest steht, ein unterirdischer Bahnhof ist schwieriger zu evakuieren und nicht nur im Brandfall ein gefährlicherer Ort als ein oberirdischer Bahnhof. Warum findet die endgültige Abnahme des Brandschutzes und anderer Sicherheitsmerkmale eigentlich erst zur Inbetriebnahme eines solchen Projekts statt? Von allen Seiten hört man, dass im Kopfbahnhof bisher 38 Züge in der Spitzenstunde verkehren. S21 war in der ursprünglichen Planung für 32 Züge pro Stunde im Grundangebot ausgelegt worden. Was zählt als ein Zug? Im Kopfbahnhof enden viele Linien. Die Züge werden danach abgestellt oder fahren auf einer neuen Linie. Zählen wir also Ankünfte und Abfahrten, die tatsächlich Passagiere transportieren? Im Durchgangsbahnhof sollen die Linien grundsätzlich durchgebunden werden. Wir sprechen also bei 32 Zügen von potenziell doppelt so vielen Ankünften und Abfahrten. Mittlerweile werden auch im Kopfbahnhof schon wesentlich mehr Linien durchgebunden, wohl in Vorbereitung auf die Umstellung. Man kann argumentieren, dass morgens zur Spitzenstunde mehr Züge in Lastrichtung, also nach Stuttgart, eingesetzt werden sollten und es daher gut ist, wenn Züge in Stuttgart enden und nicht leer wieder in die Region fahren. So wurde das auch beim umstrittenen Stresstest unterstellt. Es kommen 49 Züge im Durchgangsbahnhof an, während nur 33 abfahren. Mittlerweile sind für den Deutschlandtakt die Ankünfte und Abfahrten dagegen sehr symmetrisch geplant, auch in der Spitzenstunde. Es sollen ganze 94 Ankünfte und Abfahrten stattfinden. Dabei werden schon die beim Stresstest simulierten 82 in einschlägigen Kreisen als völlig unrealistisch kritisiert. Wie kann das also funktionieren? Schauen wir uns zunächst eine normale Taktstunde an. Eine Sekunde in dieser Animation entspricht einer Minute im Bahnhof. Wir sehen hier die Regionalzüge in Rot, ICEs in Lichtgrau und andere Fernzüge in dunklerem Grau, wie sie auf den 8 Gleisen und 8 Zufahrtsgleisen verkehren. Wir sehen auch die berüchtigten Doppelbelegungen.
Auch wenn meistens sehr kurz tatsächlich zwei Züge an einem Bahnsteig stehen, wenn auch nur ein Zug eine kleine Verspätung von vielleicht 5 Minuten hat, kommt hier einiges durcheinander. Und selbst wenn der Schienenverkehr der Deutschen Bahn bis zum Jahr 2025 auf magische Weise verspätungsfrei operiert, ist es für die Fahrgäste oft immer noch einigermaßen verwirrend, an welchem Bahnsteigabschnitt ihr Zug denn nun hält. Ein integraler Taktfahrplan, bei dem sich Züge in alle Richtungen zur gleichen Zeit im Bahnhof treffen und auf Umsteigende warten, ist so jedenfalls nicht möglich. Ob das überhaupt so sinnvoll wäre, ist eine Frage, die anderswo geklärt werden muss. Aber der Verkehr wird ja noch dichter. Wir sind nun in der Spitzenstunde von 7 bis 8 Uhr, in der im Deutschlandtakt noch Verstärkerzüge hinzukommen. Zu dieser Zeit sollten wohl nur besonders stressresistente Fahrdienstleiter eingesetzt werden. Der Vergleich mit anderen Bahnhöfen ist schwierig. Es gibt durchaus Bahnhöfe, in denen ähnlich viele Züge pro Gleis mit ähnlich kurzer Haltezeit abgefertigt werden. Zum Beispiel im vor einigen Jahren eröffneten Tiefbahnhof Löwenstraße des Zürcher Hauptbahnhofs, der allerdings den oberirdischen Kopfbahnhof ergänzt, nicht ersetzt. Andere Bahnhöfe, etwa Köln HBF, sind mit deutlich weniger Zügen pro Gleis und Stunde bereits stark überlastet und erzeugen Verspätungen. S21 wird jedenfalls kein Bahnhof mit viel Puffer, Fahrplanflexibilität und Möglichkeiten zur Angebotsverdichtung, geschweige denn Erweiterung sein. Bahnmitarbeiter, die sich mit den Fahrplänen für S21 beschäftigen, lassen verlauten, dass nicht der Durchgangsbahnhof das Hauptproblem ist, sondern die Zulaufstrecken und hier die besonders belastete Verbindung nach Feuerbach und weiter zur Schnellfahrstrecke nach Mannheim. Hier soll als Ergänzung zu S21 die sogenannte P-Option Abhilfe schaffen, die Feuerbach zusätzlich mit dem weniger belasteten Zulauf von Bad Cannstatt verbindet. Zusätzlich ist ein langer Tunnel direkt von der Schnellfahrstrecke im Gespräch, der den Engpass bei Zuffenhausen umgehen soll. Im Süden Stuttgarts ist auch noch einiges zu tun. Durch S21 entsteht hier zwischen der Gäubahn ab Böblingen und dem Flughafen ein Mischverkehr aus S-Bahnen, Regionalzügen und Fernzügen auf nur 2 Gleisen. Die Situation wird also verschlechtert statt verbessert. Auch hier spricht man jetzt von einem zusätzlichen langen Tunnel. Beide Tunnel würden im Rahmen des Deutschlandtakts, für den sie erforderlich sind, finanziert. Die Tunnel von S21 sind für eine Betriebsdauer von 80 Jahren konzipiert. Was passiert eigentlich danach? Die Planer sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Menschheit sich bis dahin sowieso ausgelöscht hat. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht so ist oder man schon vorher mehr Kapazität und Alternativen braucht, sollte man sich Optionen offen halten. Hier kommt auch die sogenannte Ergänzungsstation mit einigen zusätzlichen Kopfgleisen ins Spiel. Sie könnte es ermöglichen, zusätzliche S-Bahnen und Regionalzüge aus dem Norden und von der Gäubahn nach Stuttgart zu führen, die der Durchgangsbahnhof nicht mehr aufnehmen kann und die sonst vor den Toren Stuttgarts enden müssten. Die Ergänzungsstation wäre unterirdisch etwa dort, wo heute die Gleise des Kopfbahnhofs liegen. Darüber könnte wie geplant das neue Stadtviertel entstehen. Nun, ich hoffe, dass dieses Video niemandem, weder Befürwortern noch Gegnern von Stuttgart 21, gefallen hat. Noch viel mehr hoffe ich aber, dass die Verantwortlichen sich gemeinsam dazu durchringen, Stuttgart 21, egal für wie schlecht oder gut sie es gerade halten, zu verbessern. Oder zumindest sicherzustellen, dass die letzten Ausbaumöglichkeiten, insbesondere die Ergänzungsstation, nicht endgültig verbaut werden und man es in einigen Jahren überhaupt noch verbessern kann.